Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei XCOM 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir hier schon mal so halb das Haus abgerissen. Ihr habt es ja gesehen gehabt. Und ja, jetzt ist hier noch einer, den wir noch fertig machen müssen. Steffi, 66%. Der würde überleben. Meint ihr, sie trifft? 13% Crit. Ah komm, du triffst doch Steffi, oder? Nein, natürlich nicht. Oh Mann, schade, weil ich wollte das Safe, wo den dann da killen kann. Okay, nicht erwischt. Safe, wenn du hier hingehst, kannst du ihn sehen. Ach halt, warte mal. Von hier aus kann er doch dann... Da hat er den noch flankiert, oder nicht? Oh! 89 und 54 auf Crit. Vielleicht kann er den sogar selber killen. Ja, Schlag gegen die Wand, Safe, alles klar. Nice! Auch noch gekrittet. Der ist down. Geil. Geil, geil, geil. So. Der gute Xanax könnte jetzt rausrennen. Zu den anderen wenigstens. Aber überall nur leichte Deckung. Was ist das denn? Hier schwer. Okay. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so klug war. Obwohl Steffi auch schon sehr weit vorne ist. Okay, keine neuen Gegner aufgedeckt. Boah, Exe muss auf jeden Fall zum Team. Flash ist hier. Könnte Flash jetzt hier hoch? Ah, hier ist überall die Deckung weg. Aber hier könnte Flash sich gut positionieren. Da kann sie hier die ganze Straße sehen. Okay, komm, machen wir. Dann haben wir Flash schon mal in guter Position. Und wir haben noch 10 Runden Zeit, bevor wir zu unserem Abholpunkt kommen müssen. So, Phil muss nachladen. Dann geht Phil nur in die schwere Deckung. Ist das auch sicher? Das ist sicher, Phil. Dass er das immer wieder fragt, weißt du? Nur weil er am Anfang einmal vielleicht ein bisschen Schaden genommen hat. Ein bisschen. Ja, du bleibst erstmal hier. Wer weiß, was da vorne ist. Exe. Würde sogar noch hier hochkommen. Machen wir. Ich möchte meine Sniper gerne auf erhöhten Positionen wissen. Obwohl Exe eh eine Revolverheldin ist. Betonung auf Held. Heldin, Entschuldigung. So, die gute Flashy. Ja, bringt jetzt gar nichts mehr mit Flash anfangen. So, wir haben sie. Wie viele Schuss hast du denn? Du musst nachladen. Also musst nicht, aber lad bitte nach, Steffi. Ich bin bereit. Soll ich mich jetzt am Haus orientieren? Oder an der Straße? Wir müssen hier hin. Wir könnten entweder in einen Bogen gehen. Ist hier ein Friedhof? Nee, was ist das? Achso, so eine Allee. Oder durchs Haus. Ich vertraue diesem Haus nicht irgendwie. Weißt du was, Steffi geht hier hin. Rücke vor. So, Xanax. Hier wird es schwere Deckung geben. Warte mal, ich würde gerne Exe erstmal in Position bringen. 9 Runden. Scheiße. Geh mal hier hin. Position bestätigt. Soll ich jetzt hier außenrum wirklich gehen? Na, wenn Xanax hier hingeht, dann dürfte er nichts sehen. Hoffe ich. Feuerschutz. Safe. Nachladen. Definitiv nachladen, mein Freund. Komm her hier. Zack. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Alles klar, Safe. Könnte nach oben gehen, aber hier ist keine Deckung oder so. Hier wäre normale Deckung. Da würde ich dann... Würde ich vielleicht sogar sehen, was hier hinten los ist. Soll er mal gucken? Er soll mal gucken. Los geht's. Sieht eh nichts. Dann fehlt nur noch der Phil, der auch nachladen muss. Wieso habe ich das denn nicht eben gemacht? Kostenlos nachladen sogar, Phil. Kannst mal sehen. Der Phil, der weiß, wie man richtig nachlädt. So, jetzt darf er also noch rennen.
Könnte also bis hier vorne zu Steffi kommen. Oder sogar hierhin. Könnte er hier was aufdecken? Ja, könnte, ne? Weil er wäre weiter als Tobi. Nee. Ich will keine Risiken eingehen in dieser Mission, ey. Das ist so eine knappe Zeitmission. Ich meine, gut, am Ende muss ich wahrscheinlich eh wieder alle töten. Und du gehst in Deckung. Und Flash. Ja, komm, du hast nicht mehr ganz volle Munition, deswegen lädst du nach. Ist vielleicht unnötig, aber wer weiß. Und dann, ja, Pistolenfeuerschutz. Ich bin sehr breit gerade aufgestellt. Menace 1-5, Vorsicht. Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur. Hier ist noch so ein Ding. Für die Extraktion. Könnte ich hacken. Xanax. Boah. Wenig Deckung, warte mal. Phil macht den Anfang. Echt, hier wäre Sprinten? Das ist doch doof. Phil geht hier hin. Ich gehe schon. Okay, nichts los. Feuerschutz. Na los, zeigt euch! Xanax geht zu ihm. Klingt machbar. Gebe Feuerschutz! Feuerschutz. Ich würde Safe und Steffi gerne auch in diese Richtung wissen. Safe rennt hier hin. Bin dabei! Weil da haben meine Sniper wenigstens alles im Blick. Da dürfte nichts schief gehen, theoretisch. Aber Theorie und Praxis, naja. Sind immer noch zwei Paar Schuhe, leider. Gehst hier hin, Steffi. Joa. Feuerschutz. Und verstecken und... Naja, ich überlege, ob ich sie auch Feuerschutz... Ja, doch. Gebe Feuerschutz. Hat das jemand gehört? Okay, oh, okay, von dort. Warte mal, hat Seifo nicht so ein... Ah, nee, Funky ist das mit diesem Aufklärungsding, ne? Ah, guck mal, Seifo könnte hier was hacken. Was bringt das denn? Machen wir mal. Da können wir Boni und so kriegen. Mal schauen, vielleicht bringt's ja was. Da links war ein Gegner gerade. Ich hab... Oh, ich hab was gesehen. Soldat erhält völlige Immunität vor den nächsten zwei Angriffen. Alle in dieser Runde bereits genutzten Aktionspunkte des Trupps werden wieder aufgefüllt. Ne, okay, pass auf, dann kriegt er Immunität gegen die Angriffe. Ich habe links, achtet mal drauf, wenn es jetzt wieder rausgeht, links einen Gegner gesehen. Da, hier, da oben links, seht ihr? Es ist ein Avatar, ne, hier so ein Codex. Es war ein Codex. Das war auf jeden Fall ein Codex. Okay. Wartet. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Diese Runde noch nicht aufdecken. 7 Runden haben wir noch. Ich meine, ich könnte den jetzt aufdecken, ne? Okay, warte. Feuerschutz. Und die sind eh nie allein. Deswegen wird hier eine Abschusszone aufgebaut. Ich denke so. Ne, noch ein Stück runter. So, oder? Hier ist das Ding. So müsste es klar gehen. Okay, Steffi macht den Anfang. Geht hier vorne hin. Schon unterwegs. Advent-Einheiten gesichtet. Okay. Ha, siehste? Ah, ich muss doch den Schädelstecker nutzen an dem Codex. Nein, warte. Bitte nicht töten, Echse und Flash. Oh, 3 Schaden, war nur ein Streifschuss. Den kann Echse vielleicht doch nochmal drauf schießen sogar. Es steht noch. Er hat sich geklont. Oh, shit, ey. 65. Ist aber nicht so hoch. Können wir keine Granate da reinfeuern? Wir haben doch hier Phil und... Warte mal, Phil hat den Schädelstecker. 70. Dann hätte er keine Verteidigung mehr. Man muss auch mal was riskieren für das Team, Phil. Komm, Phil! Hol ihn dir. Eingeklinkt. Ich weiß nicht, wie Phil das gemacht hat, aber...
Er hat's geschafft. Birk, eine kleine Information. 7 oder... Ja, okay, komm, können wir genauso gut 3 machen. Wenn das bis da oben kommt... Ey, wenn das jetzt 7... Nee, okay. Aber immerhin das hier, Avatar-Projekt-Zugriff, haben wir wiederhergestellt. Und das ist ja das Wichtige. Oh, scheiße. Nein, die sieht Flash nicht, oder wie? Oh nein, der Phil, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Was zur Hölle? Okay. Was macht... Was ist das für einer? Diese Rüstung ist stark. Der hat jetzt aber schon gut auf die Fresse gekriegt, ne? Dadurch, dass der einfach genau neben... Was ist das für einer? Wir sehen hier etwas völlig Neues. Eine Alien-Spezies, die bislang der Gefangennahme oder Beobachtung durch Widerstandstruppen entgehen konnte. Ich rate dringend zu vorsichtigem Vorgehen. Ich baller den einfach ab. 7 Schadenspunkte. Was wollt ihr mehr? Rüstung wurde getroffen. 1, 2, 3, 5 Lebenspunkte hat er immer noch. Wow. Der hat sich teleportiert. Scheiße, Safer hat halt schon was gemacht. Boah, ich muss echt aufpassen. Was ist mit Phil? Es könnte sein, dass Phil jetzt als Held stirbt. Wäre uncool. Xenix, geh mal in die schwere Deckung. Ich hab ne Idee. Die Granate. Wo ist schwere Deckung? Wo wäre schwere Deckung? Hier wäre nur halbe. Hier hinter. Der zieht die ja an, ne? Erzeugt einen holographischen Trap, die Feindlichangriff für eine Runde auf sich lenkt. Dann ist Phil safe. So, ja, du bleibst da hinten. Bist du verrückt? Safer muss ich irgendwo positionieren, wo er... Ich würde sagen, schwere Deckung geht vor. Okay, Safer kann notfalls Phil auch noch heilen, falls was passiert mit Phil. Aber jetzt... Also eigentlich sollten die jetzt ja das Ding da angreifen. Eigentlich. Er teleportet sich dorthin. Schießt auf das Viech. Bitte daneben. Flashy darf jetzt schießen. Nice. Oh, Flash. Darf doch nicht dein Ernst sein. Daneben. Nice. Wieso hat das Hologramm gerade geredet? Sieht Flash den auch? Darf die auch wieder schießen? Ja, ne? Ja, komm, baller ihn ab, Flash. Ja, geht doch. Ein hat Flash endlich mal erwischt. So, wäre ja auch gelacht, wenn sie das nicht geschafft hätte. Und nochmal. Wenn sie den auch noch trifft, dann haben wir 2 Probleme weniger. Jo, wir haben 2 Probleme weniger. Was würden wir nur ohne Flash mit ihrer Dingens hier machen? Mit diesem Aufsichtszeug. So, hier haben wir noch einen. Der schießt aber auch auf das Viech, jetzt hoffe ich. Nicht auf Phil, nicht auf Phil. Ey, alle rennen dahin, das ist so gut. Und Echse. Ey, du zielst doch voll in die falsche Richtung. Oh, aber die Deckung zerstört. So. Jetzt kommt nur noch der. Hat er sich gerade geheilt? Der hatte doch eben schon weniger, oder bin ich jetzt verwirrt? Sie wollen uns flankieren! Kacke, was mache ich mit dem? Okay. Flash muss nachladen. Ist das gratis? Nein. Kacke. Waffe geladen. Oh, 100% auf dem mit ihrer Pistole. Ja, okay, muss sie ja nutzen. Ah, gestreift leider nur. Ich habe es wohl nur gestreift. Aber er ist vergiftet. Okay, Xenix könnte den killen. Warte, wir müssen taktisch vorgehen. Wir müssen erstmal Phil da vorne wegkriegen. Obwohl, warte mal, Phil? 77? Und er wird die Rüstung zerstören, das wäre eigentlich mega wichtig. Warte mal. Phil könnte bis hierhin gehen, wäre dann von niemandem flankiert. Hat den flankiert und kann vielleicht einen Doppelschuss wagen. Ey, Phil könnte zum Held werden jetzt in dieser Mission. 83, oder?
68, dann wird er ihn töten mit. Komm schon, Phil, komm schon. Yo, er macht ihn. Er macht ihn. Nicht. Doch, oh, ich wollte schon sagen, hat er noch einen zweiten. Er ist down. Hat die Explosion Schaden gemacht? Okay. Ich hoffe nicht. Einen habe ich erwischt. Ei, Phil hat sich die Beförderung redlich verdient. Er hat den Schädelstecker benutzt in dieser Runde. Und er hat den Typen da fertig gemacht. So, safe, wo sieht denn auch. Warte mal, was ist mit Exe eigentlich? Ja, der ist tot, ne? Schön gekrittet. So. Bam. Steffi ist noch dran. Und Xanax ist noch dran. Xanax könnte hier hinrennen. Hat den flankiert dann, oder? Sieht er den von da? Ich hoffe. Er sieht den von dort. 97. Nice. Wenn du krittest, ist er tot. Los, Tobi, komm. Nein! Ein zu wenig, oder? Ja, ein HP hat er noch, aber nice Shot, Kamerad. So, er klont sich, hilft halt überhaupt nichts mehr, weil der ja, ne, eh so gut wie tot war. Teleportiert sich also faktisch gesehen eigentlich nur. So, dann kann Safeway vorne hin. Kann Phil die Drohne schicken. Hilfsprotokoll für Phil. Kannst du das bitte für Phil machen? Danke. Der darf dann, glaube ich, einen Reflexschuss sogar machen, ne? Falls er überhaupt noch Muni hat. Ich bin mir gerade unsicher. So. Und Steffi ist aber auch noch dran, ne? 6 Runden nur noch. 1, 2... Ja, guck mal, mit einer... In einer Runde komme ich bis hier. 2, 3 Runden brauche ich wohl schon. Er könnte doch aber schon mal... Ist ihm hier geholfen? Ich glaube schon, ne? Geh schon mal hier hin. Ich weiß gerade nicht mehr. Also den VIP muss ich jetzt auf jeden Fall in 6 Runden drin haben. Aber muss ich alle in 6 Runden drin haben oder nicht? Das ist die Frage. Den könnte Steffi töten. Ey, halt, halt, stopp. Warte, Steffi. Steffi wird jetzt zum Sensenmann, meine lieben Leute. Ihre Klinge ist durstig, habt ihr gehört? Also sie tötet den anderen und darf dann noch in schwere Deckung gehen. Zack. Das war der erste Streich von ihr. Feind terminiert. Das hier ist der zweite Streich von ihr. Und jetzt geht sie auf Feuerschutz. Geht doch noch, ne? Oder? War da eigentlich schon? Jo. Na los, zeigt euch. Und es sind eigentlich keine Aliens mehr hier, oder? Ne, wir sehen aktuell zumindest keinen. Okay, jetzt der ganze Trupp nach vorne schmeißen. Auch die Sniper. Wir müssen alle hier raus. So, du rennst hier vorne hin. Daxia Liu. Toller Name. Da braucht noch knapp 2 Runden, ey, bis er da ist. Okay, warte. Sind jetzt noch Gegner hier oder nicht? Warte, warte, warte. Steffi. Geht mal hier hin. Bin dabei. Wenn Steffi jetzt niemanden aufschreckt. Sie schreckt aber jemanden auf. 2 Mutons nochmal und noch ein Codex. Und ich habe nur noch 5 Runden. Wie soll das denn... Das... Was? Wie? Wie und warum? Wie und warum finden wir beim nächsten Mal raus, Leute. Ich bin raus für heute. XCOM 2, kloppt den Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.